Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Paxis. Ja, wir spielen jetzt mal mit Mali im Sturm. Eigentlich ein ZOM, aber wir haben ihn noch nicht getestet und ich brauche ja einen mitspielenden Stürmer. Von daher passt das ja eigentlich, einen ZOM im Sturm nochmal zu testen. Ganz ehrlich, es funktioniert gerade meine Tasten wieder nicht. Ach, Moment, ich muss nochmal raus. So, ich glaube, ich musste einfach Ultimate Team verlassen und dann ging das wieder. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich erwarte, ohne Scheiß, ich erwarte wirklich nichts von Mali. Ich meine, er ist im Endeffekt ein Downgrade. Er ähnelt sehr stark dem Man of the Match Stindl, aber ist natürlich einfach ein Downgrade. Also Stindl ist einfach in fast allen Punkten besser, logischerweise, weil Man of the Match Stindl ist quasi die Second In vom 86er. Das ist die erste In vom 83er. Also, was soll er besser sein? Ist klar, ne? Er ist halt nochmal ein Tick schneller, logischerweise. Ich muss ihm den Champions Freestyle Hunter geben, dem Mali. Das liegt aber nur an seinen Abschluss- und Stellungsspielwerten. Er braucht halt logischerweise einen sehr guten Abschluss und ein sehr gutes Stellungsspiel. Und das bekommen wir eben leider nur mit dem Champions Freestyle Hunter hin, der eben dann auch automatischerweise das Tempo boostet. Die andere Alternative wäre bloß Sniper gewesen. Das ist aber sehr verschwendet, weil Sniper boostet ja auch wieder den Schuss. Ohne Fernschuss, ohne Distanzschuss und ich glaube auch ohne Schusskraft, was natürlich immer nicht so geil ist. Aber es boostet eben auch massiv das Dribbling und er hat halt schon ein sehr gutes Dribbling. Und da fand ich halt die Punkte eher verschwendet. Zumal ich halt auch noch ein bisschen Distanzschuss und Schusskraft logischerweise geboostet haben will, weil ein Stürmer auch immer mal in die Situation kommt, vor allem bei mir, aus der Distanz zu schießen. Also musste ich auf Hunter zugreifen. Auch wenn ich mit der Extra Pace nicht ganz so viel anfangen kann. Ich werde ihn auch nicht so lange testen. Es gibt jetzt ja mittlerweile auch noch ein, zwei andere Optionen, die ich dann testen werde. Es regt mich heute schon so ein bisschen auf, dass ich jetzt schon wieder in dieser Weekend League nur am Testen bin, aber schade. Aber mir bleibt halt nichts anderes übrig. Stindl hat einfach zu krassen Shit gebaut. Hat einfach zwei riesengroße Chancen versaut, hat auch keine Halbchancen genutzt. Aber vor allem halt die 200-prozentigen, die er da verkackt, die haben mich genervt. Oh, das Spieler gut. Ich weiß, wohin passen wollte. Es war auch eine gute Idee und ich wollte es auch zulaufen, aber es war einfach nicht mehr möglich irgendwie. Ich würde so gerne rüber zu Dembele flanken, aber ich glaube, der verkackt's. Ja, ich wusste es. Aber er war halt so blank. Oh, wie. Nicht aufregen. Kein guter Anfang bisher. Okay, das ist jetzt ein ganz kleinen Tick besser geworden. Schauen wir mal, ob wir hier direkt mal ein schönes, unverdientes Eckentor schießen. Und da wäre es fast zu weit gewesen. Nächste Ecke? Ja. Schöner Schuss von Mali, war natürlich schwierig. Den Ball hat Vidal halt eigentlich schon. Sehr gut. Schön geblockt.
beide verkackt. Mist. Hätte ich aber, glaube ich, auch keine Flanke spielen dürfen. Also, ich denke, das war ein Fehler. Wollte natürlich keine Schusstäusche mit Hummels machen. Was? Wie kriegt er denn jedes Mal von Piszczek den Ball weg, obwohl er gar nichts macht? Das ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal. Wäre fast das vierte Mal gewesen, aber diesmal hat er auch was gemacht. Diesmal hat er ja getackelt. Plattenhardt geht nicht ran. Hat man eindeutig gesehen, dass Plattenhardt schneller da gewesen wäre. Ich fühle mich gerade nicht wohl, ich weiß auch nicht. Also entweder, ich habe gerade das Gefühl, ich spiele nicht so gut. Nicht unglaublich schlecht, aber auch nicht so, was ich kann. Mist. Wieder einfach durch Körpereinsatz. Wieder war Vidal dran. Krass. Ich dachte echt, er wäre mit der Fußspitze noch dran gewesen. Also war es wirklich einfach der Pass so von Vidal gespielt. Krass. Fuck! Oh, ich wollte natürlich direkt passen, logischerweise. Das ist ein krass, dass der Fährmann wirklich erst den Ball nochmal einnimmt. Ja, da soll der Ball hin. Gut gemacht von Piszczek. Ball soll nicht auf Mali gehen, es klappt zum Glück. Oh, es war ein Reflexschuss. Also da war nicht gut gezielt von mir. Wäre aber geil gewesen, wenn er reingegangen wäre. Genau aus dem Grund, weil es halt wirklich nur ein Reflexschuss war. Ich bin nicht zufrieden. Ich spiele nicht das Optimum. Ich bin zu langsam im Kopf. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Das ärgert mich. Aber ich merke das halt einfach. Ich bin nicht schnell genug im Kopf. Obwohl wir halt echt ein ganz gutes Ergebnis erzielt haben. Ich bin nicht schnell genug im Kopf. Das ist nicht geil. Ich fühle mich ganz gut, aber... Also so jetzt, dass ich nicht müde bin oder so, aber ich merke, dass ich im Kopf nicht mehr super schnell bin. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich nochmal reinlegen mit Plattenhardt, hätte nicht direkt schießen sollen. Das weiß ich nicht genau. Müsste man nachanalysieren. Krass, wie er danach rankommt, ey. Unglaublich.
Wieder ein Reflexschuss, deswegen auch nicht gut gezielt, aber egal. Oh, ich will halt echt ins andere Eck ziehen und die ziehen da links am Tor vorbei, krass. Aber auch wieder ein schwerer Schuss, war auch wieder keine klare Torchance. Das wäre halt wieder mal ein Zaubertor gewesen, haben wir auch lange keine mehr gemacht, wie ich finde. Aber die verlange ich ja momentan gar nicht, ich will einfach nur das 100%ige reingemacht werden. Alter, ey, das war doch nur einmal ganz normal geschossen. Das sah aus wie ein Flachschuss. Ich glaube, wir können auch langsam mal wechseln, oder? Was? Wie kann ich denn der Letzte am Ball gewesen sein? Puh, ja, Reus und Dembele könnten ruhig mal gewechselt werden. Boah, reparieren, weil Buena brauchen halt echt ohne Scheiß mal wieder eine Ausruhe. Müssen echt mal wieder ausruhen können. Sind auch ziemlich platt. Spiele sind alle knapp. Ich gewinne gerade keine Spiele 2-3-0 oder so, dass ich sagen kann, ah cool, brauchen wir keine Wechsel. Ich meine, wie gesagt, in dem Spiel hat jetzt auch schon wieder 2-3 Halbchancen, aber es sind halt nur Halbchancen. Da kann ich niemanden dafür. Ich hatte auch 2-3 Reflexschüsse und ich kann halt niemanden dafür verantwortlich machen, wenn dann solche Dinger nicht reingehen, logischerweise. Ich glaube, da konnte ich nicht mehr viel mehr machen als zu schießen. Müller ist dann auch nicht schnell genug. Und dann noch den fetten Elfmeter. Oh Gott, er pfeift keinen Elfmeter. Das ist so krass. Ist halt so dick Elfmeter gewesen. Und wie er sich halt auch hier aus der Situation rauslackt im Endeffekt, ist auch krass. Wie er eigentlich merkt, dass er jeden Moment geschlagen wird von demjenigen, der ihn da tackelt, aber nicht aufgibt und einfach durchrennt. Schade. Doppelt schade. Wieder lackt er sich den zweiten Ball. Also ich finde, ich hätte mir das 1-0 verdient mittlerweile. Oh, was hat er denn jetzt vor? War quasi niemand von mir, den ich da gesteuert habe, da war weiter hinten, den ich jetzt als Steuerung hatte. Oh, letztes Mal vorlegen war zu viel und wieder lag, dass ich den zweiten Ball. Er macht auch ein paar Fehler nach beim Rausspielen und kriegt die einfach nicht bestraft. Das ist sehr ärgerlich. Oh, wenn der Ball kommt. Ultra gefährlich.
ultra gefährlich. Wieder so ein krasser Fehler. Sehr schön. Also es brennt bei dem Lichterloh gerade und wir schaffen es einfach nicht, da mal irgendwas zu machen. Eieiei, ich habe nicht auf Durchlassen gedrückt, deswegen habe ich nicht damit gerechnet, dass er den durchlässt. Eine Riesenchance, ey. Wie Tschech eigentlich nur angeschossen wird und stirbt dabei. Guckt es euch an hier. Er wusste gar nicht, was er machen soll. Fuck, ein Tick platziert und das Ding ist drin. Wenn mir jetzt mal so eine verdammte Ecke gefährlich kommen würde, die kommen gerade alle richtig scheiße. Alter, wieder schlecht rausgespielt. Wieder einfach nur so krasses Glück. Ich komme nicht drauf klar, gerade, was der für ein Glück hat. Unglaublich, oder? Also am Anfang okay, aber jetzt am Ende ein paar Chancen. Einfach Fehler von ihm beim Rausspielen, die nicht bestraft werden. Krass. Bin auf jeden Fall besser geworden im Laufe des Spiels. Ball sollte auf Müller gehen. Rot. Er macht einfach Fehler, ey. Es ist Wahnsinn. Hab sie versucht, flach ins kurze Eck. Der Fehler muss natürlich auch bestraft werden. Ich meine, flach ins lange Eck geschossen, es war halt einfach nicht straff genug, keine Ahnung. Also mittlerweile ist echt bitter, was hier abgeht. Aber einfach dranbleiben. Wenn wir so weiterspielen, machen wir auch noch das Tor. Schon wieder so ein Lack. Gut. Wieder ein Fehler. Ach, natürlich ist es jetzt faul. Natürlich keins. Okay, einfach konzentrieren und jetzt mal in der letzten Halbzeit einfach mal einen reinmachen, okay? Einfach mal einen reinmachen. Jetzt nicht mehr drüber aufregen, was zu spät ist und wo der Gegner Glück hat, sondern einfach mal ausspielen und einen reinmachen. Punkt. Das ist ein Foul. Das ist einfach ein Foul.
Gott. Müller hat halt gerade noch. Naja, ist egal. Wie gesagt, spielt das keine Rolle. Gelb eigentlich. Ja. An der Abseits. Fuck! Oh, halt's Maul! Halt einfach's Maul, ey! Das war sowas von keine Ecke. Ich hab nichts gedrückt, kein Elfmeter. Ich hab nichts gedrückt. Ich hab kein Tackle gedrückt. Gar nichts. Scheißlacker. Was für ein dummer Lacker, ey. So krass. Absolut unverdient. In der 120. Minute dieser verfluchte Elfmeter. So krass unverdient. Ich drücke nichts mit Hummels. Ich habe die Chancen vorher erreicht und rafft überhaupt nicht im kompletten Spiel. Und jetzt lackt er sich hier mit so einem scheißen Sieg, ey. Ich bin echt relativ zufrieden mit meinem bisherigen Spiel an sich so. In dem Spiel, auch in den anderen Spielen. Ich habe ein bisschen schwer reingefunden in das Spiel. Aber es ist so eine miserable Ausbeute. Ich habe so ein Pech. Ich habe jetzt schon 3 Spiele verloren, die ich klar hätte gewinnen müssen oder können. Und das war jetzt wirklich der Höhepunkt. Es war die absolute Lächerlichkeit, dass ich hier in der 120. einen unverdienten Elfmeter bekomme und er dadurch den Sieg geschenkt bekommt. So ein elender Lacker, ey. Das ist unglaublich. Wir haben jetzt 6 Spiele gemacht. Ich habe 3 verloren, 3 gewonnen. Und ich habe in allen 3, die ich verloren habe, war ich meiner Meinung nach der bessere Spieler, habe gut gespielt. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Und ich muss echt mal, ich glaube, wir geben einfach mal Ribéry und Valbuena eine Fitnesskarte. Wobei, ich denke, ein Spiel halten sie noch durch. Wenn sie dann in den Spielen wieder nicht auf der Bank bleiben, dann werde ich denen meine Fitnesskarte geben. Wir müssen wieder mit der Liga A spielen, die haben wieder volle Power, die anderen sind wieder relativ platt durch die Verlängerung. Ja, ich versuche nicht drüber nachzudenken, scheißegal, scheiß drauf, lächerlich, an Lächerlichkeit kaum zu überbieten, aber was soll's. Spielt keine Rolle. Okay, interessant, dass er Firmino im Sturm hat. Hat ziemlich gute, aber auch eher schwache Spieler, wie zum Beispiel Fellaini als 78er. Als Sechser. Roberto Firmino als Stürmer. Aber vielleicht wechselt er die auch aus. Im Spiel und tut dann Ronaldo in wer weiß was rein. So, konzentrieren, dass wir jetzt vielleicht endlich mal wieder ein Spiel gewinnen. Ich meine, es ist so ein schlechter Start. Ich brauche ja an überhaupt gar nichts, gar kein krasses Ergebnis mehr denken. Das Ding ist komplett durch. Weil, wenn ich solche Spiele verliere, kann ich keine krassen Ergebnisse erzielen. Och, er sollte halt direkt passen auf Aurier. Und dann wollte ich schon wieder in die andere Richtung drücken. Und deswegen kommt dieser merkwürdige Pass zustande. Schade. Aber gutes Spiel von Tolisso getunnelt.
das macht er schwach. Also es war ein schlechter Pass. Hab dann auch gesehen, dass er dafür sich bewegen musste. Geiles Tor von Lacazette. Solche Tore brauche ich, solche Tore will ich, solche Tore meine ich. Geile Tore. Einfach mal aus einer Halbschance, aus einer schwierigen Situation hier ein schönes Tor machen. Das erinnert an meine alten Zeiten, wo Lacazette einfach Zaubertore macht und wir den hier am Tor wieder vorbeiköpft. Richtig geil. Guter Pass von Depay vorher, von meinem guten Memphis und ja, sowas erwarte ich von, nicht nur von Lacazette, einfach auch von meinen Spielern oder Stürmern in der Bundesliga. Geiler Pass. Nicht so geil. Das war aber noch ungeiler von ihm. Wieder will ich einen Pass machen auf Aurier, aber er bleibt halt so komisch stehen. Dann habe ich schon wieder in die falsche Richtung gedrückt. Tolisso macht ein richtig geiles Spiel. Der Ball soll noch eins weiter rüber auf Verratti gehen. Wenn ich ihn da hoch lupfe, ist er halt durch, Memphis. Jo, da sollte er hin. War natürlich wieder von hinten bis vorne nicht so geplant, aber egal, es hat geklappt. Schön getribbelt von Memphis. Oh! Wow, 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 wow! Es geht wieder los, es geht wieder los. Lacazette-Zauber ist wieder da. Ich habe normal geschossen, ich habe nicht auf Flachschuss ins lange Eck gedrückt. Oh mein Gott, ich bin schon komplett wieder durch den Wind, ey. Ich habe nicht zweimal schießen gedrückt, damit er den flach ins lange Eck macht. Er macht ihn selber so perfekt. Lacazette-Zauber ist wieder da. Komm schon, Baby, let it rain. Genau das brauche ich, genau das habe ich gemeint. Und dann brauchen wir vielleicht, wenn wir Glück haben, auch keine Wechselspieler in dem Spiel. Das habe ich gemeint. Genau so ist mir Lacazette in Erinnerung. Geile Buden, also das waren jetzt halt wieder zwei. Das erste Tor sieht vor allem spektakulär aus mit dem Kopf, aber das zweite ist ja auch unglaublich. Das zweite, also das ist richtig geil. Genau das habe ich gemeint. Das erwarte ich eigentlich auch von dem Lewandowski, von anderen guten Stürmern in der Bundesliga. Schade. Macht aber auch einfach krasse Fehler teilweise. Man ist ständig über außen durch. Fuck! Hätte ich aber glaube ich nochmal auf Draxler weiterlegen müssen und das 3-0 machen. Das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war meine Schuld. Sehr gut von Marquinhos. Glück gehabt. Oh, fuck. Oh, Dante ist zu langsam, aber er macht es dann schlecht. Sehr gut. Er spielt es dann schlecht aus. Kerouvier.
Wieder krasser Fehler. Schlechter Pass von Tolisso, wieder so in das Spiel, einfach nur in die Mitte, statt wirklich in den Lauf von Depay zu spielen. Schade. Ah, ist okay. Ist okay. Weil sollte zwar ein bisschen anders laufen, aber ist okay. Dann, das war ein CBU-Kopfball, weil ich hatte Tolisso wieder gesteuert. Ja, er klaut quasi Tolisso den Kopfball. Vielen Dank. Wäre vielleicht sogar reingegangen, aber ist natürlich immer schwer zu spekulieren. Was macht denn Dante noch da vorne im Sturm? Hat er keine Zeit gehabt, zurückzurennen oder was? Okay, aber ich freue mich über das 2-0. Ich führe auch verdient. Also ich bin eigentlich, das kann man schon mal positiv anmerken, in jedem Spiel bisher der bessere Spieler gewesen in der Weekend League. Ich habe halt nur leider die teilweise gar nicht mal so knappen Spiele, also die Spiele waren da teilweise wirklich gar nicht so knapp, die ich verloren habe. Die habe ich halt leider nur alle verloren und jetzt kriegt er hier einen leider sehr billigen Anschlusstreffer geschenkt. Ein bisschen Ungereimtheiten wieder von der Viererkette, aber das ist halt öfters mal der Fall, wenn der Anschluss ist, finde ich. Und jetzt macht leider sein merkwürdiger Firmino hier den Anschluss. Das ist nicht geil. Schuss sah auch nicht wirklich stark aus, aber war halt so platziert, dass Robieda gar nichts machen konnte. Schade. Na gut. Ne, wir können ja defensiv bleiben, wir führen ja immer noch. Muss ich vielleicht mit Di Maria durchlaufen. Macht Marquinhos eigentlich gut. Sollte auch wieder ein Direktpass werden, genau wie das jetzt gerade eben. Oh, ein bisschen Glück. Draxler lässt sich, Lacazette lässt sich genau in dem Moment hinter die Abwehr fallen, als ich ihn anspiele. Auch wieder nicht gut von ihm. Also solche Tore habe ich auch irgendwie lange nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt immer vorbeiziehe oder was da los ist. Also, es ist blöd. Man hat jetzt schon einige Chancen. Klar, das sind wahrscheinlich noch nicht mal Halbchancen. Vielleicht bin ich auch immer über EV gelaufen, diese letzten Male, wo es immer gut geklappt hat. Aber, also, das lief schon mal besser auf jeden Fall. Es kann natürlich sein, dass ich da einfach Glück hatte und es eigentlich schlechter laufen sollte, weil man die nicht so oft trifft, aber schwer zu sagen. Ja, läuft leider gut mit und ich bin dann so blöd, das zu antizipieren. Gegner macht weniger Fehler im Mittelfeld, finde ich. Sollte natürlich wieder auf Draxler gehen, der nicht im Abseits steht. Oder aus dem Abseits kommt. Ich wollte gerade sagen, er ist noch drin, aber war schon draußen. Schwa
schwacher Pass von Draxler. Eieiei. Endlich macht er mal wieder einen Stellungsfehler. Hat er jetzt lange nicht mehr angeboten gehabt. Alter, ei, wenn die Schüsse nicht geblockt werden, wird's richtig geil. Schade. Und oh, krass. Puh, den habe ich schon drin gesehen. Ist Fellaini nicht auch so riesengroß? War das nicht so einer? Ich glaube. Mit Verratti ist es durch nicht so eine gute Idee. Abseits. Und er macht wieder mal einen Stellungsfehler. Nice. Wie hält er denn den bitte noch? Fuck! Oh, Mäuseln, was ist denn los? Scheiße, sollte auch kein Laufpass werden. So, jetzt gehe ich auf Zeit. Also, sorry, jetzt habe ich so lange hier. Oh, wobei. Und dann haut er mir so einen Scheißpass raus. Krass. Stunde Zeit gehabt. Ach, zum Glück spielt das ultra schlecht aus, ey. Verdienter Sieg, aber oh, ich muss schon wieder mit meinen Chancen hadern. Was ist denn da los, verdammt? Klar, zwei geile Tore von Lacazette, aber da war absolut mehr drin. Da war absolut mehr drin. Oh, zwei Vorlagen von Depay. Nice. Ach, endlich habe ich gewonnen, ey. Sehr gut. Ich überlege, ob ich noch eine Aufnahme mache mit zwei Spielen. Das Ding ist halt, ich habe wahrscheinlich am Samstag, diesen Samstag, nicht so viel Zeit. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn die jetzt auf 16 Spiele kommen. Ich meine, immer noch 8 pro Tag. Aber 16 sind halt nur 16 und nicht 18. Wir könnten dann noch eins machen mit der Liga A oder könnten auch zwei machen mit der Bundesliga. Nee, Müller ist noch nicht komplett voll, sehe ich gerade. Aber die sind halt voller, logischerweise. Ha. Die hier sehen auch noch ganz gut aus. Schwierige Entscheidung. Ich habe halt immer ganz gerne diesen Doppelrhythmus drin in einer Folge, ne? Ich glaube, ich nehme dann Bundesliga. Gut, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.